Ist das so ein klassischer Song, den du beim Klönschlag dann anmachst? Oder? Nein. Vielleicht sogar ein Stefan Birkner. Kennt er dieses Lied? Er kennt dieses Lied. Okay, es wird immer billiger, alles klar. Ja. Nee, und dann sind wir da lang und war noch da irgendwie drüben und dann hat Mutter noch angerufen und ist mit der Busekugel nochmal mit. Es ist kurz vor acht. Machst du mal auf. Warte mal. Musst du gerade noch mit Zen erzählen. Hier ist der Hörsterbert aus mach doch mal auf die. Und mit dem muss ich noch ein bisschen was bereden hier. Und da sind wir auch wieder lang und er sagt noch, ich kann da nicht lang. Und ich sag, du musst ja mal lang. Und das ist doch irgendwie auch eine komische Sache. Was hast du denn? Ich möchte es was sagen. Das, was ihr jetzt gerade erlebt, ist die schauspielische Glanzleistung meines Kollegen, der mir den Begriff Klönschnack schauspielerisch vormachen möchte. Sehr gut, hallo! Christian, weißt du was Neues? Was? Weißt du was? Ich improvisiere schon wieder frei, um es wieder zu verlassen. Könnte es sein, dass du vorbereitet bist? Nee, das gibt's doch wohl nicht. Ich habe was ausgedruckt. Das, was mir das letzte Mal übelst auf die Füße gefallen ist, nämlich, dass ich mich nicht ans Skript gehalten habe, dass du immer so liebevoll vorbereitest. Und was mich ja auch angemahnt hat, der DLF Deutschland-Chef, den wir ja von Nova, den wir da im Start hatten, halte ich an das Skript. Das mache ich diese Folge auf jeden Fall hundertprozentig, Christian. Das war übrigens das erste Mal, ich muss wirklich zugeben, dass ich nach dieser Sendung DLF Nova gehört habe und ich betone das jetzt auch mal, ist ja öffentlich-rechtlich, kriegen wir kein Geld für oder nichts. Hört das. Krass. Ja. Also höre ich jetzt beim Autofahren. Ich höre keine Podcasts mehr. Hört nie wieder Podcasts. Hört DLF Nova. Passt auch. Wenn ihr aber Podcasts hört. Guckt kein Wunschwort FM. Hört DLF Nova. Also uns könnt ihr trotzdem abonnieren. Ne? Müssen wir machen, sagen die ganzen YouTube-Kiddies, die uns das auch immer verraten haben. Plus halt auch Florian von Campus Digital, der uns ja mit digitalen Grundkompetenzen hilft, wenn wir die ganzen Themen nicht verstehen. Bier. Ja, haben diesmal, ich spoilere ein bisschen, haben nur wir, nicht unsere Gäste. Ja. Das ist ein bisschen unfair, aber ich habe mir einfach, weil wir ja jeder zwei Gäste haben, auch einfach zwei Bier mitgebracht von diesem herrlichen Vielanker Pilsener. Ja, es gab Logistikschwierigkeiten. Ja, gibt es auch. Das ist ja auch Weihnachtszeit, das wird dann einfach später geliefert oder sowas, genau. So, pass auf, aber es heißt ja auch für so einen richtig erfolgreichen Podcaster und YouTuber, dass man auf die Comms eingeht, also auf das, was da in den Kommis steht. Und in den Kommis stand, ey, wäre ganz cool, wenn ihr am Anfang immer das Format erklären würdet. Und ich versuche das jetzt mal so noch im schnellen Flug, bevor du dich auf das Wort Klönschnack beziehst. Also, zwei super Gäste, ne? Jeder bringt einen Song mit, die hören wir uns an, unterhalten uns dazu, was hat dieser Song mit dem Wort zu tun und der Geschichte zu tun. Schwupps, ist eine Stunde rum. Achtet darauf, wenn der Song vom YouTube-Upload-Filter weggekillt wird, dann ist da nur ein QR-Code. Aber ich habe das heute sichergestellt. Ich habe alles durchgedrückt, was geht. So, warum Klönschnack? Was ist das? Warum Klönschnack? Klönschnack ist ja, ich habe das eben versucht, in unserem wunderschönen Vorspann so ein bisschen darzustellen. Ich kann das nicht gut. Klönschnack ist immer so ein also erstmal von Bastian Brunotte. Vielen Dank für das Wort. Sage nicht, wie ich ihn nicht nennen soll, damit er sich nicht aufregt, Basti. Ne, das hat mir Christian jetzt auch gesagt. Dein namensgewordenes Allergikum. Nichtsdestotrotz, Klönschnack, das ist, verbinde ich ganz viel mit einfach so ein freundliches Gerede und Unterhaltungsdings darum, wo immer, ich finde diese grammatikalische Stilnote immer so, sag ich, sag da, ganz, ganz oft und verstehst du? Das ist für mich, verstehst du? Sag ich noch, sagt er, so. Ist für mich so viel so Klönschnack irgendwie. Und irgendwie freundlich. Und meistens, manchmal gibt es auch ein Stück Kuchen dazu. Aber ist ein norddeutsches Wort, ne? Ist, glaube ich, irgendwie so. Basti hat in seinem Intro-Video gesagt, dass das hier so ein bisschen so für den Jungen, der jetzt nach Hause fährt, zurück zu Weihnachten aufs Dorf. Ist ja unsere Weihnachtsfolge. Das habe ich jetzt vergessen. Hier schneit nichts. Egal. Ist ja ein Musikpodcast. Heißt aber auch Musikpodcast mit zwei Gästen. Ich fange an. Ich habe eine Gästin mitgebracht. Ich mache das ganz schnell. Ich habe vom Monat eine tolle Frau kennengelernt, und zwar im Internet. Super Einleitung. Mir ist Mrs. IoT vorgestellt worden, nämlich Madeleine Mickeleit. Madeleine hat an der gleichen Hochschule wie ich studiert. Wir sind FADW-Zöglinge irgendwo, haben da was mit zu tun. Ist Unternehmerin, zählt, wie ich dann gesehen habe, zu den Top 50 einflussreichsten Frauen der Wirtschaft in Deutschland. Ja.
hat einen tollen Podcast, hat ein Unternehmen, das sich sehr, sehr stark mit Vernetzung von Unternehmen beschäftigt. Ich glaube, da werden wir gleich ein paar spannende Themen mit der, mit unserer Gästin durchsprechen. Du bist schick angezogen. Warum? Wen erwartet? Wen erwarten wir? Hängt nicht damit zusammen, dass ich viel im Büro bin. Nein, nein, nein. Es hängt damit zusammen, dass mein ehemaliger Chef gleich in die Sendung kommt. Und da dachte ich, werde ich zumindest am Anfang einen guten Eindruck vermitteln und werde dann aber so ein bisschen am Ende der Sendung versuchen auszusehen, so ein bisschen Pete Doherty-Style, so ein bisschen das dann so gelockert und keine Ahnung was, gucken, ob es auffällt, diese kleine Metamorphose während der Sendung. Mein Gast auf jeden Fall, sagt es eben schon, kenne ich schon fürchterlich lange, aber fürchterlich im lobenden Sinne, war tatsächlich mal mein Chef. Der Mann, pass auf, das hier, das sind die geilen Titel, Christian. Hier nichts Geschäftsführer, Digital Mind, bla 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 und so weiter. Nee, der war Richter, was ich immer schon großen Respekt vor habe. Der war Staatssekretär, der war Minister, der war Generalsekretär, klingt hier auch mal, ist Parteichef. Und ja, wenn darf ich mich als seinen Weggefährte bezeichnen. Ich habe heute am Start Dr. Stefan Birkner. Dann machen wir doch mal die Kamera an. Ich liebe diese Special Effects. Na, ihr beiden? Na, da sind wir. Haben wir vieles richtig gesagt und vieles falsch oder ging? Ja, ihr spielt ja richtig Memory gegeneinander. Was kann dein Gast? Was kann ich? Richtig cool. Ich hatte mit den coolen Titeln auf jeden Fall. Stefan, ich hoffe, es geht dir gut. War ja so ein bisschen also mega ereignisreiches Jahr und auch mit einem, also auch irgendwie sehr uncoolen Ausgang, aber du sagtest, wir trafen uns neulich zum Kaffee und du erzähltest mal, wie es jetzt auch für dich weitergeht. Ist ja doch ein krasser Umbau, aber du wirktest so ganz zuversichtlich oder beziehungsweise steht jetzt ein neues Leben vor dir und das wird ganz anders aussehen. Erzähl mal irgendwie so ein, zwei Takte, was da mit einem gerne. So passiert und wie es so weitergeht. Also im Prinzip, du hast es ja schon gesagt, ne, so, seit 20 Jahren kennen wir uns ungefähr und das ist ja die Zeit, die ich auch mindestens schon, wenn nicht eher 30 Jahre sogar insgesamt, quasi sich bei mir viel um die Politik gedreht hat. Und das ändert sich jetzt halt ziemlich klar, weil dadurch, dass wir eben bei dieser Landtagswahl nicht in den Landtag gekommen sind, ist das halt eine echte Zäsur. Einmal politisch, aber auch für mich persönlich, weil das dann auch der Zeitpunkt ist, jetzt neue Dinge zu machen. Und das ist genau der Moment oder die Phase, in der ich mich befinde, einfach mal zu schauen, was jenseits der Politik für Optionen da sind. Oder ja, und das findet quasi in diesen Tagen gerade statt. Und da freue ich mich dann darauf, wenn das dann alles ganz konkret ist und in trockenen Tüchern, dass das dann so im neuen Jahr dann in neuen Funktionen und neuen Aufgaben weitergeht. Stefan, wir bieten uns gerne als Plattform an. Da kannst du das gerne kundtun, was die nächste Aufgabe ist. Diese Aufgabe hat Madeleine schon ein bisschen länger gefunden. Du bist als Mrs. IoT unterwegs. Ich hab dich das schon mal gefragt, aber ich hau das jetzt einfach nochmal raus. Ganz kurze Begründung, warum die Leute dich so nennen. Und genau, und vielleicht nochmal ganz kurz, was ihr macht. Ja, voll gerne. Genau, also dieses Mrs. IoT, das ist einfach so ein Running Gag. Ich habe irgendwann mal mein Handy danach benannt aus Spaß und dann war ich auf einer Veranstaltung und man kennt das, wenn diese Musikboxen sich mit dem Handy verbinden und dann geht halt durch den ganzen Raum plötzlich so ein Connected to Mrs. Industrial IoT und dann waren halt alle so, alles klar, das wäre es das jetzt und dann war ich so, yeah, that's me und naja und dann war das so ein Ding, da habe ich gesagt, komm, dann machst du das bei LinkedIn rein und das ist irgendwie ein cooler Brandname und passt zu dem, was ich tue. Das ist so das eine, genau. Und du meintest jetzt, was wir tun von IoT Use Case? Ja, oder der Podcast. Ich meine, wir sind jetzt unter uns Podcaster. Stefan, entwickeln wir jetzt heute noch im Laufe der Show. Ja, genau. Nee, ich bin super proud. Also der Podcast ist gestartet mit einem Hobby, mittlerweile auch schon 2100 Hörerinnen und Hörer. Wir machen, oder beziehungsweise ich interviewe Anwender zum Thema Industrial IoT. Also was ist das Ganze so in der Praxis? Die berichten über ihre Projekte, wie sie das Ganze umsetzen, so richtig mit dem Staub und Dreck, den man so in der Fertigung kennt. Und genau, die haben meistens immer einen Anbieter im Schlepptau, der das Ganze dann auch technologisch umsetzt. Und im Podcast sprechen wir im Endeffekt über diese Projekte. Was ist der Business Case dahinter? Was ist der Mehrwert? Und genau, geht immer 35 Minuten meistens. Und ja, ist ein schönes Format, um einfach ein bisschen was aus der Praxis zu lernen und nicht so IoT als Buzzword zu verstehen, das Internet der Dinge, sondern halt mal konkret reinzuhören, was ist das überhaupt, dieses Buzzword in der Praxis. Cool. Politik und IoT. Wir müssen aber den Bogen zur Musik kriegen, Christian, ne? Habe ich.
Habe ich vorbereitet. Das ist nämlich unser verbaler Brückenbauer. Habe ich vorbereitet. Die fleischgewordene Überleitung. Christian Bredlo, meine Damen und Herren. Ja, pass, also nur noch mal so, als Madeleine und ich das letzte Mal hier vor so einem Mikro da getroffen haben, da sind wir quasi, nachdem wir auf ausgedrückt haben, über meine Gitarren und Madeleines Gitarren und Skateboarding und was weiß ich alles gekommen. Und das war jetzt nicht das, was ich jetzt bei einer IoT-Dame erwartet hätte. Ja, und dann haben wir uns über Musik unterhalten und haben festgestellt, dass Musikgeschmack relativ ähnlich ist. Und das passt eigentlich ganz gut jetzt hier zu sagen, rein in eine Musiksendung. Ne? Du hast jetzt gerade deinen Schlips schon ein bisschen aufgemacht. Mein Vorschlag. Du solltest das nicht verraten. Ich wollte das heimlich machen. Ach, das heimlich. Sollte einfach geschehen. Ich dachte, während du redest, sind alle auf dich fokussiert und das sieht man gar nicht. Also, die Lostrommel hat ergeben, dass ich euch heute... Steht nämlich nicht im Skript, deswegen kann er das nicht. Nee, deshalb. Also, die Lostrommel hat ergeben, dass ich den ersten Song kredenze. Setzt euch zurück. Hier kommt mein Beitrag zum Thema... ich wollte schon IoT sagen. Nee, das ist jetzt zum Thema Klönschnack. Ab geht's. Eine Minute ungefähr bis zum ersten Refrain und dann geht's hier weiter. Ja, gehört zu dem Format dazu, dass man die Musik dann ausstellt nach einer Minute. Ne? Ihr habt jetzt eben gerade den Cameo-Klassiker Word Up in einem Cover gehört. Den Cameo-Klassiker kennt man doch, glaube ich, so. Ne? So, W-O-R-D Up. Ne? Cameo, vielleicht ganz kurz vorneweg, war kein Sänger, sondern eine Band. Ja, fand ich. Cameo-Auftritt oder keine Ahnung. Okay, alles klar. Ja, finde ich, ist eine wichtige Geschichte. Nee, das ist eine von den vielen Coverversionen. Ich habe mal geguckt, wie viele Coverversionen es davon gibt. Ne? Es gibt eine von Korn, selbst The Bosshaus hat was gemacht. Ja, Tölich, Jan Delay haben alle diesen Song gecovert. DJ Ötzi. Nee, der nicht, glaube ich. Vielleicht. Ein Lied, das DJ Ötzi nicht gecovert hat? Kann sein. 1994 rausgekommen, hat mich damals echt so auf meinen Mixtapes begleitet. Also habe ich wirklich draufgepackt, weil ich den Song von schon früher auch von Scheunenfesten gut fand, ne? Und jetzt hier halt auch irgendwie so ganz, ganz gut fand. Warum Word Up? Word Up, ja, ist in den 80ern in den USA entstanden, so als der Begriff für die Ablösung dieses You Bet It, also dieses Komm wetten. Also du hast mir leider schon die Pointe ein bisschen geklaut vorhin, ne? Weil der Klönschnack aus meiner Sicht halt wirklich mit diesem, so wie bei Bang Boom Bang, bei Schlucke, ne? Ja, schön, dass du da bist, ne? Verstehst du? Kannst du drauf wetten, ne? Und das kann man relativ einfach, damals konnte man das in den USA dann halt mit dem Word Up machen. Gibt's jetzt in Deutschland auch die coolen Kids, ne? Sagen jetzt sowas wie No Way oder Wort drauf, ne? Und das fand ich so eine ganz schöne Songauswahl dafür. So, also ein bisschen rockiger Einstieg einfach mal. So, das war auch die Geschichte zu dem Ding. Schönes, völlig nichtssagendes Lied, aber gut. Hallo? Also so eine One-Hit-Loser-Band. Ja. Aus Schottland. Aus Schottland, ja. Stefan, waren das auf euren Playlists früher zu Scheunenfesten und keine Ahnung was? Oder irgendwelchen sonst was Partys? Oder? Also ich kenne den Song, auf jeden Fall. Ja. Also. Ich kenne ihn auch, aber ich kann dir nicht sagen, in welchem Zusammenhang. Also ich verbinde das nicht mit konkreten Ereignissen. Was ja auch mal nicht schlecht ist. Okay, ja. Entschuldige. Ja, nee, ich wollte nur sagen, Christian, Klönschnack, jetzt musst du mal die Verbindung erklären. Ist das so ein klassischer Song, den du beim Klönschnack dann anmachst? Oder? Nein, also Word Up
Word Up steht für dieses Wort drauf. So. Und wenn du diesen, wenn du, also den Klönschlag, den ich kenne, wo du halt irgendwo zu zweit, ich finde irgendwie meistens zu zweit oder zu dritt stehst. Ja. Da verfällst du ja in der Sprache genau in dieses Verstehste, ne, siehste, denk mal dran, schlucke, schön, dass du bei uns bist. Ja, ja, okay. So. Und Word Up gibt es ja im Deutsch jetzt nicht, aber ich versuche es über dieses Format jetzt einzuführen in den Klönschnack, dass man einfach mal so für die coolen Boys mal Word Up raushauen kann. Also, cooles weißt Song. Du, ich bin halt unterwegs gewesen, ich hatte so Talk, ich hatte sogar auch schon mein Guilty Pleasure, nämlich Words von F.R. Davids. Das habe ich, also das traue ich mir aber hier nicht zu spielen. Words don't come easy. Ja. Vielleicht kommt das ja gleich noch von einem. Also nur ein Wort von Wir sind Helden. Also da hättest du ja beliebig jetzt weitermachen können. Nee, ich habe den Song früher gerne gehört. Ist halt eins von diesen One-Hit-Wondern der 90er. Ja, ist eine gute Coverversion und vielleicht schafft das ja jetzt wieder eine Relevanz in der relevanten Zielgruppe damit zu erlangen. Ja, spätestens jetzt. Wo habt ihr das letzte Mal geklönschnackt? Stefan, auf deinen vielfältigen Reisen durch Niedersachsen, das passiert einem eher oben links im Land, ne? Naja, also sozusagen, klar, das ja, es ist ja eher irgendwie so eine also friesisch vielleicht, oder wie sagt man, so ein bisschen platt, ne? Also so irgendwie damit verbinde ich das so ein bisschen im plattdeutschen Bereich. Und das ist natürlich dann eher so in Richtung Ostfriesland hoch. Aber Klönschnack ist ja schon verbreitet, der Begriff, finde ich, ne? Also das ist, damit kann man schon was anfangen. Ich würde das gar nicht, also ich würde das sogar sozusagen als so ein bisschen, so eigentlich wie Smalltalk, ne? So würde ich das eigentlich eher sehen. Also ich würde das gar nicht so, es ist also ein nettes Miteinander. Also ich habe da gar nicht so eine negative Verbindung mit oder so eine Poser-Verbindung mit, ne? Sondern das ist einfach ein nettes Smalltalk, und das ist natürlich im politischen Geschäft permanenter Fall. Ja, weil man ständig, ja, ist sozusagen nicht, ich hoffe nicht in dem, was wir tun, ne, aber oder warte. Wir selber kommunizieren. Aber du redest ja permanent mit Leuten, die und manchen möchtest du gar nicht reden, ne? Aber du musst mit ihnen reden, und da ist es dann halt ein unverfängliches, ein harmloses, freundliches Gespräch, was dann ja nicht allzu lange dauert und ja oft auch nett ist, aber manchmal auch so ist, dass man sagt, es ist auch gut, wenn es vorbei ist. Ich glaube, kann eine Lanze für Smalltalk und Klönschnack und so weiter brechen. Das ist in der Tat, das ist nichts Oberflächliches zwangsläufig. Man kann auch einfach einen ganz angenehmen Smalltalk mal halten, ohne dass es irgendwie einfach nur so weglabern ist, sondern dass tatsächlich, wenn man da aufeinander eingeht, ist auch einfach manchmal freundliches Daher-Erzähler. Madeleine. Klönschnackst du noch? Ja, ich komme tatsächlich gerade vom Klönschnack, könnte man sagen. Also ich denke mal, also ich komme gerade vom Essen und das war irgendwie auch total nett. Aber genau, Klönschnack ist so eine, kann mal so sein. Es ist irgendwie Interpretationssache. Vielleicht, wir hören ja auch gleich nochmal in meinen Song rein, dann kann ich ein bisschen was dazu sagen. Aber es muss nicht nur oberflächlich sein. Kann auch unendlich langwierig und nervtötend sein. Das glaube ich auch. Ja. Eins meiner Formate in dem, was ich beruflich tue, heißt Schnack. Ich habe im letzten Jahr, glaube ich, 70 oder 80 von diesen Dingern aufgenommen. Ja, den Begriff Klönschnack kannte ich nicht. Also kanntest du nicht? Nein. Okay. Nee, ich kenne Klönen. Und ich kenne beim auch, Bier einschließen, beim leckeren Vielanker-Bier eingießen. Ja, ja. Ne, also Klönen kenne ich, mache ich gerne. Ne? Schnacken kenne ich, war ja auch gerne. Klönschnack habe ich jetzt gelernt. Das ist ja auch mal was Schönes. Ne? Und mir geht es nur darum, dass du, wenn du in diesen Modus halt des Gesprächs kommst, dass du dann halt auch andere Sprache wählst. Also gut, im politischen Schnack sicherlich anders. Da hast du dann ja schon ein bisschen Repräsentanz mit dabei, ne? Aber im Grunde ist das halt einfach, ich fand das jetzt ganz passig. Ja, aber zum Politischen nochmal, es kommt drauf an, ne? Also es ist, man ist ja nicht ständig in so einer Repräsentationsfunktion, aber man wird dadurch, dass man Politiker ist, man quasi irgendwie so eine öffentliche Person und ist natürlich dann auch, und das gehört dazu und das muss auch so sein, jederzeit ansprechbar, sodass man auch mit ganz vielen Leuten ins Gespräch kommt, die man halt gar nicht kennt, wo man gar keinen Bezug zu hat. Und dann ist das immer erstmal sozusagen natürlich so ein bisschen antasten und oft dann eben auch auf der Grund der Kürze der Zeit so ganz kurze, ja, Klönschnacks vielleicht oder Smalltalks oder sowas, und dann geht man auch wieder auseinander. Madeleine hat eben versucht, schon sich in die Sendung hier reinzuhacken, indem sie auf ihren Song hingewiesen hat. Die hat ja schon so einen Cliffhanger eingebaut. Wir scheinen uns das jetzt unbedingt anhören zu sollen, ne?
Und dann würde ich sagen, dann bist du jetzt dran. Dann halte ich jetzt, setzen wir uns jetzt zurück. Für dich der Hinweis, ich hoffe, es ging dir nicht um das Video, sondern um den Song, weil das Video habe ich in 4 Stunden Arbeit nicht durch den Upload-Filter von YouTube gekriegt. Mit der Live-Version habe ich es hingekriegt. Ist das in Ordnung für dich? Also tatsächlich habe ich das Video auch noch nie gesehen. Ich bin sehr gespannt. Also mir ging es eher um den Song, weil ich habe den in der, ich kann gleich was dazu, aber passt. Ich bin gespannt, das Video zu sehen, wenn es eins gibt oder auch nicht. Ja, das Video schicken wir euch einen Link nachher zu, aber jetzt gibt es eine Live-Aufnahme. Setzt euch zurück, viel Spaß bei der Song-Auswahl. Ja, ihre Hits, glaube ich, in den 80ern, da waren die ja alle noch ein bisschen jünger auch. Ihre Hits vor allen Dingen. Ja, oder den größten Hit mit diesem Song wahrscheinlich, ja. So, Madeleine, why? Ja, genau. Also erstmal, genau, du hast es ja auch schon so ein bisschen angeteasert. Bin natürlich so mit Gitarrenrock und teilweise auch so ein bisschen Metal so ein bisschen groß geworden. Dieser Hit ist tatsächlich einer von den größten von der Band natürlich. Ist so ein bisschen, ja, wenn man da so tiefer reingeht, geht um Heroin und dann auch um so Mädchen und so weiter. Aber es ist erstmal jetzt nicht so wichtig, weil es geht im Endeffekt um die Playlist, woher ich den Song habe, weil es gibt eine Playlist auf Spotify und da ist dieser Song drin, da sind auch andere drin, Roxanne, The Police und House of the Rising Sun und Heart of Gold von Neil Young und so weiter. Und ich finde, für mich persönlich ist halt Klönschnack und diese Art von Musik im Hintergrund irgendwie mega geil, um so auch so diepe Gespräche zu führen. Egal, ob das jetzt mit, keine Ahnung, engeren Freunden ist oder Freunden, die einfach so zu Besuch kommen, auf einen Kaffee, wie auch immer, wo man einfach im Hintergrund irgendwie so eine entspannte Atmosphäre schafft aus so schönen alten Rocksongs und man hat irgendwie eine Möglichkeit, darauf vielleicht auf tiefgreifende Gespräche zu führen. Und das ist für mich so dieses Feeling, was da drin hängt oder was da noch so mitschwingt, wenn man sich mit so einem Song im Hintergrund gut unterhalten kann und vielleicht auch mal ein paar tiefgründigere Gespräche anklingen lässt. Also den Song würde ich im Hintergrund tatsächlich laufen lassen. Das war so meine Story dazu. Das ist meine Metamorphose hin zu Pete Doherty, geht er voran und kann natürlich nur über so eine Band wie The Stranglers dann laufen. Das passt hervorragend. Auf welchem Soundtrack ist das? Ich hab's, ist das Buh, Dame, König, Gras? Lock, Stock and Two Smoking Barrels? Ja, irgendwo da. Das ist gut. Auf, komm, müsste ein bisschen mehr begeistern. Entschuldigung. Ist das da drauf? Soll ich das mal gerade live gucken, oder was? Wusste nicht, nee, ich dachte, es weiß vielleicht jemand, vielleicht sogar ein Stefan Birkner. Kennt er dieses Lied? er kennt dieses Lied. Es ist aus dem sogenannten Golden Brown Radio und da sind natürlich viele solcher Songs. Ich kenne sie jetzt nicht alle vom Hintergrund, aber das ist so eins der, das wisst ihr wahrscheinlich besser. Ja, Frankfurter also, Applaus wisst ihr wahrscheinlich besser, genau. Das ist super. The Stranglers, deine Band, Stefan? Eher als Gun? Also es ist tatsächlich auch in meiner Playlist mit drin, das Lied. Also insofern, ja. Es ist jetzt nicht so, ja, doch passt.
Hast du einen Film gedreht und du das draufgepackt hast? Nee, tut mir leid, das muss ein anderer gewesen sein. Verdammt, ich liefere das nach. Ich werde das in dieser Folge noch aufklären, auf welcher Playlist das ist. Aber das meine ich einen von diesen. Dann lass mir aber bevor wir jetzt über diese Playlist die ganzen 10 Minuten nachdenken, Stefan, was gefällt dir an dem Song? Weil das muss ich auch jetzt gleich bei Delo fragen. Was gefällt mir daran? Also zum einen ist es ein Song, der mich auch schon lange begleitet. Also Madeleine hat das gerade gesagt, der kommt dann irgendwie so aus, na, ich würde sagen nicht ganz, also wahrscheinlich Mitte, Ende 80er, würde ich sagen. Ich weiß nicht genau, wann er rausgekommen ist. Aus der Zeit kenne ich ihn und ich habe da verbinde ich immer sozusagen Begegnungen mit Freunden damit, also mit diesem Song. Das ist sozusagen mit guten Freunden, die ich noch aus der Zeit kenne und mit denen ich auch nach wie vor gut befreundet bin. Das verbinde ich eigentlich damit. Also ist gar nicht sozusagen so textgetrieben und textgesteuert, sondern einfach, das ist eine eingängige Musik, gute Melodie und so, die ich eben aus dieser Zeit kenne und in guter Erinnerung habe. Das ist es, glaube ich. Haben wir eben gelernt, dass es ganz gut ist, wenn wir da nicht inhaltliche Assoziationen mit dem Text haben, sondern wir sind ja aufgeklärt worden. Ja? Nein, also ich, da ihr ja alle danach fragt, was ich davon halte, ne? Du wartest immer nicht darauf, dass ich dir das frage. Ich habe immer so eine intellektuelle Pause und so ein bisschen. Christian, was hältst du von dem Lied? Das ist lieb, dass du das fragst. Ich habe ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Aber gar nichts. Also, vielen Dank. Also die Frage hat sich gelohnt. Stranglers, ne? Ich habe jetzt wirklich mal so ein bisschen im Vorfeld, ich habe ja immer den Vorteil, dass ihr mir das alle einzeln zuschickt. Ich kann mich ja so ein Tickchen mal einlesen da rein. Ne? Und dann, als ich dann die Beschreibung von den Stranglers gelesen habe, so mit post-englischen Britpop-Punk und alles Mögliche, ne? Für mich sind das Always the Sun. Weißt du, das war auch Scheunenfestmusik, ja? So, und der Song, der war immer auf all den Samplern halt drauf, die ist da hier Hard Rock Café 14 und was weiß ich alles, ja? Und das habe ich immer weggedroppt, weil es halt so ein Sechs-Achtel-Ding ist, weil kannst du da so zusammenstehen und irgendwo, ne? Kannst du auch zu Manfred Mann und Co. machen, ne? Ist halt so, geht bei mir überhaupt nichts rein. Ich fand das jetzt live ganz gut, weil die das mit so viel Schmiss auch noch live auf der Bühne gespielt haben. Also, ja. Es ist vermutlich wirklich ein guter Song, um dazu zu labern, ne? Also einfach. Ja, wenn jetzt zwei Leute auf dieselbe Assoziation kommen, dann scheint das ja tatsächlich perfekt gewesen. Absolut. Zu sein. Aber wie sieht's denn bei dir aus? Stranglers. Ich bin total gefangen in dem Gedanken, auf welchem Soundtrack das ist und woher ich das kenne. Also ich habe da gerade eine eigene, eigenerzeugte Blockade im Kopf, finde das Lied aber toll und kannte The Stranglers ansonsten überhaupt nicht, um ehrlich zu sein, hatte erstmal gedacht, das ist so eine Irish Folk Band, wie Levelers, Pokes und so weiter, denen ich auch wiederum sehr gut gerne zuhöre. Und es ist dann immer toll zu sehen, wenn tatsächlich auch so Bands gut altern oder wie ein guter Rotwein. Nicht, dass ich davon ansatzweise Ahnung hätte, aber wenn Bands gut altern, dann macht es, finde ich, auch immer Spaß, denen einfach nochmal auch im höheren Alter zuzuschauen. Da gucke ich immer sehr, sehr gerne zu. Ja, ich vertiefe die Frage jetzt nochmal ganz kurz, weil wir jetzt hier auch jemanden haben, die halt mit Computern sprechen kann und sowas alles, ne? Das ist, ich bleib mal dabei, ich bin jetzt gerade in so einer richtig heißen Phase drin, Achtung. Das ist so, kennt ihr das, wenn ihr zu Leuten hinkommt, die dann, wenn man zusammensitzt, sagt so, Alexa, mach mal Hintergrundmusik an. So, das ist ja dann auch, ne? Dann würde er dann sagen, Alexa spielt Spotify, die Playlist, die, ne, also die Hardrock-Hits der 70er, zu denen man schnacken kann oder irgendwie sowas, ne? Ist so, ne? Ja, also ich muss sagen, genau, ich habe jetzt gar nicht so tief drüber nachgedacht. Ich habe nur gedacht, Klönschnack, wenn ich Leute einlade und so ein bisschen, ne, man ist irgendwie bei einem Kaffee und so, das ist irgendwie so eine Musik, die kennt man, du hast den Takt gerade angesprochen, ne, das hat alles, also auch in der Playlist sind so große Hits, die man kennt und da sind auch ein paar andere mit drin. Ich habe gerade mal parallel nochmal kurz geschaut, hier The Letter von The Box Tops und Tainted Love und Blue Monday, New Order und da sind so ein paar, sorry, aber geile Songs dabei, die feiere ich einfach. Das ist so für mich, also
ich habe auch mal irgendwann saß ich länger mit einer Freundin im Auto und die hat mal eine Frage gestellt, wenn du eine Woche in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen könntest, was würdest du tun und wann würdest du das machen? Und ich habe geantwortet und habe gesagt, für mich wäre eigentlich voll interessant, mal so in die 70er, 80er zurückzugehen und mal meine Eltern kennenzulernen, wie die zu der Zeit mal auf so einem Rockkonzert unterwegs sind und einfach mal zu schauen, wie so die Zeit war. Ich finde es irgendwie geil. Also es gibt wahrscheinlich Leute, ich weiß nicht, was ihr antworten würdet. Kann man sich das mal wir stellen die Frage machen? Gleich. Ich kann alle. Das werden wir gleich sehen, was wir antworten. Können wir machen. Aber ja, jetzt aber weiter. Entschuldigung. Genau, nee, aber das ist so. Und irgendwie, ich finde, wenn du heute die Musik dir teilweise reinziehst, und ja, also ich könnte jetzt auch, hätte jetzt auch einen Metal-Song reinwerfen können oder irgendwas, so richtige Hymnen, ne, da kenne ich, ist egal. Aber ich finde, wenn du dir heute mal die Musik anschaust und was so auch die New Generation und so weiter, das ist ja nur noch verzerrte und dann Hip-Hop und Deutschrap und so und nicht, dass ich Techno oder sowas nicht auch feier, zum Feiern gehen mal, aber das hat irgendwie noch so, wisst ihr, was ich meine? Da bin ich noch so, da will ich ein Buch aufschlagen. Pass auf, wir haben ja dieses besagte Skript hier mit dabei. Die Frage nehmen wir mit in die, in die Songbesprechung von Stefan. Ja. Weil ich frage mich, was Stefan sich bei der Songauswahl und dem Wort gedacht hat. Habt ihr Bock mal, dass wir da mal reinhören jetzt? Let's go. Christian, du merkst ja die Frage, ne? Bei mir kann das ja dann schnell wieder nach so einem Song vorbei sein, ne? Das wir die dann halt gleich stellen. Ja, ich weiß, wenn du den Song wieder kacke findest. Also ich bin jetzt ich habe ja gerade runtergeatmet. Also, auf geht's. auf geht's. Ground control. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Countdown, engine on. Take ignition and may God's love be with you. Stefan freut sich, guck mal. Er ist richtig glücklich. Ja, ich finde das super. Also, soll ich was dazu sagen, ja? Bitte, bitte. Deine Bühne. Alles klar. Also, ich bin immer ganz gerührt bei Bowie, aber das erzähle ich gleich nochmal. Ja, genau. Also erstens, großartiger Künstler. Ja, David Bowie finde ich einen der Größten. Und die Herausforderung war ja, ein Wort im Zusammenhang mit Klönschnack zu finden. Nachdem Talk Talk und sowas ausschied... Zu billig, das recht. Aber warte, was ich gleich bringe. Aus anderen Gründen, ne? Also, habe ich überlegt, was ist eigentlich die Gelegenheit, wo komme ich eigentlich zum Klönschnack jenseits des Politischen? Weil da ist irgendwie permanent. Und das ist eigentlich immer dann, ich habe ein Hobby, was ich leider so selten dazu komme, das ist die Fliegerei. Ich fliege so selber in so einmotorigen Maschinen ab und zu durch die Gegend. Wenn ich dahin fahre, höre ich meine Playlist und da ist das immer ganz, ist sozusagen das Lied, was eigentlich immer gespielt wird. Und bei diesem Fliegen, da trifft man immer Leute und da gibt es eigentlich immer Klönschnack.
Ja, also da ist sozusagen, das ist sozusagen die, das Entree zu der Begegnung mit wem auch immer am Flugplatz, die da rumrennen. Und dann wird erstmal alles Mögliche jenseits oder ja, manchmal politisch, manchmal weniger politisch oder zu viel. Also, worüber sprechen Flieger so? Ist das irgendwie über, auch über Tankfüllungen und wie lange das Kerosin noch reicht? Oder ist das ja, eher... ja gut, oft, wenn die sehen, da kommt ein Politiker, wird es natürlich erstmal für alle politischen Dinge, die gerade in der Welt geschehen, verantwortlich gemacht, ne? Und mit konfrontiert, das muss man dann erstmal abwehren. Nee, aber sonst halt ein bisschen, ja, keine Ahnung, wie, für Fliegen ist das Wetter wichtig, keine Ahnung, wie sind die Maschinen drauf, ne? Also ist da irgendwas gewesen oder so, solche Sachen halt, ja. Oder die neuesten Geschichten vom Flugplatz. Ja, also wer da gerade wieder irgendwelche Projekte hat und so ein Kram, ne? Worüber man dann halt so spricht. Und das sozusagen, ja, das ist das, verbinde ich damit, so, weil das sozusagen immer der Zugang dazu ist. Und eigentlich verbinde ich das dann mit diesen Gesprächen auch dieses Lied. Da gibt es noch ein paar andere, aber da ich David Bowie großartig finde, dachte ich mir, das passt. Abgesehen davon hat es noch sogar mindestens, naja, zu einer krasseren Fliegerei Bezug. Ich meine, ich fliege nur so ein bisschen erdnah. Da geht es halt ein bisschen weiter raus, ne? Madeleine. Sehr schön. Also genau, ich stimme dir 100% zu. Toller Künstler. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie hat er seine Augenbrauen weggeschminkt eigentlich? Sieht geil aus, ne? Ich habe das gesehen und dachte, das habe ich mich kurz gefragt. Nee. Aber genau, also der Song, ich glaube, der Song ist noch ein Ticken langsamer als das, was von der Taktzahl her in der Playlist da auftauchen hätte können. Aber genau, nee, also großartiger Song, großartige Band auch, beziehungsweise Künstler an der Stelle. Also ja, ist aber keine Musik, zu der du, also die wäre nicht auch bei Alexa auf der Liste mit, mach mal Musik zur Hintergrunduntermalung, weil das ist ja schon, da ist ja schon irgendwie ein bisschen, noch ein bisschen mehr Tiefgang, finde ich immer drin. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich habe auch, hab auch keine Alexa. Packst du mich jetzt gerade in diese Schublade der Leute, die Alexa Nein. haben? Nein, lass mich doch einfach mal Alexa oder Siri oder egal, was es da alles gibt, mal so als Beispiel. Ja, jetzt zur Zeit beschäftigen sich ja alle mit Chat-Automatismen zur redaktionellen Erstellung von Texten. Haben wir noch nicht. Okay. Gucken wir bei Bulle nochmal nach. Also kannst du dich kurz halten in deiner David Bowie Ja, ich pass auf, ich fange mit der Alexa. Es gibt eine türkischstämmige Süddeutsche, die entweder die Alexa-Stimme ist oder genauso klingt und einen extrem geilen Instagram-Kanal hat. Ich wusste es mal gerade nochmal. Ich komme gerade, Esra irgendwas, keine Ahnung was. Und die ist, ich bin nicht so der Insta-Typ, aber der folge ich sehr gerne. Nichtsdestotrotz, wir wollen über David Bowie sprechen. Das ist, ich bin bei, es gibt so manche Künstler oder manche Lieder, bei denen ich mich immer fürchterlich gerührt, wenn die aufhören. Eins davon ist von den Hosen der Weg. Das ist ja dieses etwas trauriger, aber auch alles, was immer David Bowie macht und auch wenn David Bowie mit anderen kollaboriert, wenn ich finde, also Under Pressure zum Beispiel, finde ich immer, es ist ein Spannungsbogen drin, ist unglaublich. Und bei Space Oddity, ich habe das, kennt man ja, das hat ja dann auch irgendein amerikanischer oder kanadischer Astronaut, glaube ich, auf seiner Gitarre gespielt. Nun, das ist ja dann irgendwie auf der ISS irgendwie so rundgegangen. Und das Lied geht da, ich habe das, also den Text nie ganz zu Ende gehört, das Lied geht darum, dass der geht hops, ne, der Astronaut, ne, das ist auch einfach echt traurig, ne, das, also verabschiedet sich irgendwie von seiner Familie und so weiter, ne, das. Ja, aber selbstbestimmt offensichtlich. Okay. Ne? So verstehe ich's. Ja, also ich da müssen wir nochmal in die Interpretation reinkommen. Christian, wenn du Space Oddity interpretieren sollst. Nee, nicht interpretieren. Also ich bin kein David Bowie. Habt ihr die Pause wieder gemerkt? Ja, schön. Ihr müsst auch merken, wie ich mich freue, dass ich eine Frage bekomme. Ich habe David Bowie. Beschwert sich jemand? David Bowie war nicht so mein Künstler. Bis er nachher dann so später jetzt halt ein paar Elektro-Sachen mit dabei hatte, fand ich das ganz gut. Ich kann das mittlerweile gut hören, ne? Also das ist irgendwie so, ich lerne auch hier in der Sendung viel, bin mittlerweile auch Billy Joel-Fan und sowas, weil das ist ja hier das Format, wo du halt fernab von irgendwelchen digitalen Mainstream-Krams halt Sachen kennenlernst, mit denen ich mal beschäftigen kannst. Das war übrigens der Song, den Elon Musk in dem Tesla gespielt hat, als er die Rakete hochgeschossen hat und das Ding da ins Weltall geblasen hat. Also für alle, die das nochmal nachgucken wollen. Man kann ja, wenn man sich Twitter kauft und völlig durchtiltet, halt auch einen Tesla einfach ins Weltall schießen, der da oben auch noch mit den ganzen Satelliten rumfliegt. Ne? Also das ist so der, das ist dann, damit hat er meine Beziehung zu dem Song leider so ein bisschen zerstört.
Aber ich fand es jetzt eben cool. Ich fand es echt cool, das zu sehen, auch mit der Rakete dazu. So, das war schon ganz cool. Eine gute Sache. Stefan, jetzt die Frage, aber in welches Jahrhundert würdest du dich in die Zeit von David Bowie auch zurück? Jahrhundert, hast du gefragt. Jahrhundert, Jahrzehnt, Jahrtausend. Ist egal wann, du kannst auch sagen, zu den Ägyptern oder ganz in die Zukunft. Ja. Egal, eine Woche kannst du aussuchen, wo würdest du hin? Wo würde ich hin? Also spontan, es gibt so viele Zeiten, die spannend sind. Spontan fällt mir ein, so die 1848er Freiheitsbewegungszeit. Auch in die das Zukunft. Ist sozusagen eine Zeit, in der ganz viel in Bewegung war und wo sozusagen die erste, jetzt kommt wieder meine Juristerei durch und meine politische ist, die erste liberale freiheitliche Verfassung in Deutschland sozusagen, die Paulskirchenverfassung kam. Paulskirche ist richtig, ne? Ja, genau, ich glaube. Frankfurter Paulskirche. Also so in der, genau. So, also Inselwissen-Geschichte, Achtung, wupp, von Christian Wurde. 48, 49, um den Dreh musste das ja alles gewesen sein. Ich glaube, da würde ich mal reingucken wollen. Aber es gibt so viele spannende Zeiten. Also je länger man drüber nachdenkt, desto... Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde klar, dass die Woche nicht reicht. Ich muss auch sagen, meine Freundin ist so Teilpsychologin. Also sie, ich glaube, man kann auch tatsächlich was ablesen davon, wie Leute auf diese Frage antworten. Ich kenne die Interpretation nicht, aber ich schicke ihr das und frage sie im Anschluss. Das wäre nett, ja. Ich bin sehr, sehr glücklich in der Gegenwart. Ich möchte nirgendwo hin. Aber wo willst du denn hin? Sag du. Ich muss die ganze Zeit, ich habe, warte mal. Jetzt kommt irgendwas von Bielefeld, wo sie erste Liga waren. Ja, das ist halt lange her. Gute DVDs. Futurama, die von Matt Groening, diese Serie, die so ein bisschen nach Simpsons kam. Ich beantworte die Frage gleich erst, aber da muss ich, das ist meine Lieblingszeitreise-Anekdote, wie Fry in die Vergangenheit fährt, seine eigene Mutter trifft und aus fantastischen Zufällen, mit der eine Liebesromanze anfängt und dann am Ende der Folge rauskommt, dass er sein eigener Vater ist. Das ist immer mein Zeitreiseding. Aber jetzt habe ich diese wunderschöne psychologische Frage nicht gut beantwortet. Christian, geh du mal gerade vor, wo würdest du hinreisen? Na, da wir ja ein Musikformat sind, ich versuche es wieder zurückzuholen auf die Musikgeschichten. Ich würde gerne so mal in 92, 93 in Seattle sein. Ja, so, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich habe passenderweise so T-Shirt. Ja, siehste, ne? Ja. Da war ich schon 16 damals, ne? Und das T-Shirt, das ich anhabe, ist von Pearl Jam. Und ich würde unheimlich gerne mal in diese Grunge-Uhrzeiten gehen, wo dann jeden Abend da Clubs irgendwelche, so Bands wie Nirvana, Pearl Jam, Mother Love Bone und was weiß ich alles, die da so gespielt haben, weil es so wie selbstverständlich war, dass sie da jeden Abend gespielt haben. Ich war erst später mal in Seattle und fand die Stadt weiterhin unheimlich traurig. Haben zwar alle von Grey's Anatomy gesprochen und toll mit der Fähre über den See fahren und alle in Ärzteklamotten, aber das war so, das würde ich gerne einfach nur mal so diese Clubszene mal. Ist wenig von übrig, ne? Also dazu verwirrst, das ist eine Immer noch traurig, es regnet, mehr als in Hamburg. Und es ist klein. Ich war überrascht, wie klein Seattle ist. Ist aber Seattle, Boeing stimmt. Da. Damit und sind viel, wir Luft. Viel Crime auch. Ja, ja. Ich war auch einmal da. Space Needle und so weiter, was man sich so anschaut. Das passt auch zu dem Song. Ja. Ich habe eine Freundin in Portland, das ist ja gar nicht so weit weg von da. Das ist südlich von Seattle. Ja. Da habe ich mal den leckersten Schokoladenkuchen meines Lebens gegessen. Ja, siehst du, da kannst du deinen Abstecher 92 nochmal einen Schokoladenkuchen und gucken, wie er da schmeckt. Herr Budde, deine Zeitreise und danach kannst du dann deinen Song uns hier kredenzen. Ich habe total viele Punkte. Ich glaube, ich würde so ins Rom fahren. Also vor so 2500 Jahre zurück. Und dann mir so mal so ein bisschen Anfang Kaiserzeit und so weiter mal reinziehen. Und wie die tatsächlich so waren. Und das fände ich, glaube ich, mal interessant. Ist jetzt nicht so beflissen, ich weiß, aber das finde ich so. Alle in die Vergangenheit, naja. Ja. Ja, ach, weißt du. Also, gilt auch Zukunft? Entschuldigung, gilt auch Zukunft? Ja. Dann machen wir beim nächsten Song. Dann reise ich nach 2077 die Zeit, in der Cyberpunk spielt und ich gucke, ob Night City tatsächlich existiert. So, nächstes also, jetzt kommt deine Songauswahl. Also, jetzt kommt was. Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe tatsächlich. Also, Budde wählt eine Musikrichtung aus, von der er keine Ahnung hat. Aber gut. Also habt Spaß, ne? Also es gibt kein Musikvideo, wir gucken jetzt ein Foto an. Aber passt auch. Also, viel Spaß. Yeah. Hey, 10 of us, we move in as one. I'm so proud of who I become. You might think I'm taking some lumps.
only if we talking about sums. Yeah, intentions are pure. They cannot tell me relax. My mentions are jokes, but they never give me the facts. This isn't that. Can't be ignoring the stats. Based off of that, they gotta run me the max. They gotta run me the max. They gotta double the racks. They had it set up for real, but they didn't come with the slaps. When I heard the shit, I was skipping through that. If I get a trip and there's no coming back, I don't understand. These niggas gotta adapt. You know where I'm at. I put the six on the map. Your shorty was bent, she wanted a vent. I promise it fell in my lap. My money is young, my problems are old. I promise I'm. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Kann ich nichts mit anfangen mit dem Lied. Das war Break, Alter. Also, ich hatte so ein bisschen Zugangsschwierigkeiten zu dem Wort und du hattest mich ja letzten Samstag, Sonntag, wann habe ich es geschickt? Nee, Freitagabend, wo ich auf der A7 zurück kam, ich aus Seesen von meiner Schwiegermutter, hatte meine Kinderrad da abgeladen, um ein freies Wochenende mit meiner Frau genießen zu können. Und da hörte ich gemischtes Hack. Hier den nein, Felix Lobrecht und Co. Lobrecht und Schmidt, die beiden, genau. Ja. Die aktuelle Folge und die bei mir so ein bisschen, ich habe glaube ich zu viel von Fest und Flauschig gehört. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen, höre ich so ein bisschen gemischtes Hack mehr, wenn ich mal so einen etwas längeren Podcast höre. Und das ist natürlich totaler Klönschnack, was sie da machen. Die reden ja so vor sich hin und es ist echt schöne, gute Erzählung. Man hört da echt gerne zu. Es hat ja wenig, also bringt ja manchmal wenig voran. Die selber kommen auch wenig voran. Ist aber für mich tatsächlich so der, also das, was die da machen, bei gemischtes Hack, aber genauso diese Talk, sehr einfach, also vermeintlich ohne Skript gemachten Sachen, wie eben auch was hatte ich eben gesagt, Fest und Flauschig, ist für mich Klönschnack. Wie kommen wir jetzt auf das doofe Lied? Das ist ganz einfach. Just als ich das hörte, in Sprachen über Drake, einen der erfolgreichsten kanadischen Rapper, dann habe ich einfach geguckt, also Drake kann ich nichts mit anfangen, würde ich aber gerne mal, ich habe da null Zugang, der ist ja gigantisch groß, hat irgendwie da viele 100 Millionen Euro mit seinem Dollar. Mit seinem Scheiß gemacht und ist dann auch noch mit dem größten, wahrscheinlich einem der größten US-amerikanischen Rapper Jay-Z da im Feature in dem Lied, und jetzt war schon jetzt billig, habe ich einfach geguckt, hat Drake ein Lied gemacht, in dem das Talk heißt, und deswegen kam ich auf Talk ab. So, das ist die tolle Herleitung. Mir war es nicht zu billig, einfach sowas zu nehmen. Nichtsdestotrotz, um auf Drake nochmal kurz zurückzukommen, denn das ist vielleicht nochmal der Ball auch in eure Richtung. Mir fehlt komplett, also die sind ja wirklich groß, auch hier, wie heißt dieser Verrückte, der jetzt so ein bisschen dieser antisemitische Spacko, der mit Kim Kardashian verheiratet war, Kanye West, meinst du? Kanye West, genau, die sind ja gigantisch groß und ich habe das oft versucht, da zuzuhören und ich finde da überhaupt keinen Zugang in diese großen aktuellen amerikanischen oder kanadischen, in diesem Fall Hip-Hopper. Darf aber noch kurz euch, bevor ihr gleich einsteigt, eine kleine Doku, die kann man leider nicht googeln, weil man kommt immer bei einer Sir Francis Drake Doku raus, aber es gibt eine schöne Doku über Drake und seine Verbundenheit und auch die Stadt, mit der Stadt, seiner Heimatstadt Toronto und der Stadt Toronto eben auch mit dem Rapper Drake. So. Genau, aber nur Bock einfach ganz Bock kurz. Up. Ganz you kurz. Guys. Hallo, bevor wir jetzt halt hier, also wichtig ist, wir wollen ja auch neue Zielgruppen erschließen. Drake hat mit Kanye West und Co. aber mal gar nichts zu tun. Klingt für mich, also musikalisch. Klingt für mich alles gleich. Ja, sehr gut. Klingt für mich alles gleich. So. Wenn du jetzt Madeleine aus dieser relevanten Zielgruppe fragst, die 1992 geboren ist, als ich in Seattle sein wollte, Drake ist schon groß, ne? Drake ist groß, auf jeden Fall. Ich muss allerdings sagen, ich kann damit auch, also ich bin absolut nicht in dem Kim Kardashian-Gossip-Thema drin. Also ich muss sagen, ich folge auch weder den Leuten auf Instagram, noch bin ich da up to date. Also das ist echt, also ich glaube, das sind alles große Künstler, die werden ihre Relevanz haben. Wir können auch gerne nochmal über die Podcasts angesprochen sprechen. Anyway, auf jeden Fall, genau, das ist, also ich glaube, die haben schon ihre Relevanz, aber ich hör die Musik nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist halt viel Mainstream natürlich, viel, was im Radio läuft, das kennt man, wenn man denn mal Radio hört, aber habe ich leider auch überhaupt keinen
Kontext zu. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Stefan, ich will es nur noch einmal abgeklopft wissen. Ne? Ist das jetzt auf deine, wenn du das nächste Mal zum. Pass auf, jetzt kommt's. Unser Drake-Experte, die Vermutung ist schon richtig. Das Spiel, nein, es ist völlig fremd. Habe ich überhaupt keinen Zugang zu und höre ich auch nicht. Und wenn es laufen würde, ich würde es wegmachen. Also ich habe. Ich kann mir vorstellen, dass meine Kinder das hören. Keine Ahnung, aber da ist mir auch noch nicht untergekommen. Aber das gar nicht. Also, weiß ich nicht. Ich habe das heute meine Kollegen und Kolleginnen gefragt. Und die alle so: Drake, Alter. Logisch. So, ne? Ja? Ich habe ja mal Hip-Hop gemacht, stehe da auch zu, ist halt eigentlich meine Musik, ne? Ich würde den Song morgen mal ausprobieren, wenn ich jetzt hier bei mir aus meiner Siedlung mit meinem fucking SUV rausfahre und einfach diesen Bass halt, so weißt du, so ein bisschen West Coast-Style, ne? Bei minus 8 Grad, Hand raus und dann mal richtig gucken, was dann so die Nachbarn dazu sagen. Ich fand aber eben eigentlich einen Punkt in deiner Herleitung ganz spannend, dass du diese Podcast gehört hast. Ich nehme das jetzt einfach mal ganz kurz als Thema für diesen kurzen Zeitblock dafür. Warum? Ja, bitte, es sollte auch eher Inspiration für den Talk sein, diese Herleitung, als alles andere. Ich bin ja dabei. Warum hören sich, also Fest und Flauschig und all diese Dinger, die auf Spotify der Reihe nach da rauskommen, ne? Das ist einfach, da ist, aus meiner Sicht ist das nur noch so, blub, 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 eine Stunde 20 vorbei, ne, und gut ist. Ich finde Fest und Flauschig mal ganz lustig, aber jetzt, wo ich DLF Nova gehört habe, weiß ich wieder, was ich an so einem Radio habe. Echt ohne Scheiß. Das Radio, ich bin, I'm back on radio. So, Madeleine. Du solltest ja Schütte sagen. Schreib mal gleich hier. Das ist Sendungsmarker und so weiter. Sag mal, genau, Madeleine. Madeleine outet sich. Podcasts einsteigen. Ja, ich oute mich jetzt als tatsächlich gemischte Hack-Hörerin. Ich muss sagen, Fest und Flauschig ist nicht so meins. Und ich muss sagen, ich mache es auch genau aus dem Grund, das zu hören, um ein bisschen den Kopf abzuschalten. Ich habe halt am Tag so viele Themen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so viel beruflich und man ist da so drin. Ich brauche manchmal so einen Ausgleich. Und wenn ich abends koche, mein Freund, wenn er das hier hören sollte, kann das bestätigen. Ich brauche dann immer so meine anderthalb Stunden Ruhe und dann mache ich halt gemischtes Hack an und die reden über alles und nichts, ist richtig. Ich muss sagen, gut, der Felix Lobrecht hat es methodisch aber auch drauf, der ist halt ein Künstler, was die Bühne angeht, also was der da raushaut und auf den Stages, das hat schon alles seine Relevanz, glaube ich. Das ist schon genau deswegen. Also dieser Klönschnack, der da läuft und ich weiß gar nicht, wie die auf die Themen kommen. Das ist Wahnsinn. Von die springen und philosophieren über Dinge, wo du bist, dann bist du erst da. Also ist für mich Kopf ausschalten, Klönschnack hören, perfekt kochen, I'm good. So mein Stefan, Statement. Dann aber an dich einfach mal, welche Rolle spielen denn Podcasts dann in dem, also hörst du Podcasts oder ist das ein Medium? Schon, wenn ich die Zeit dazu finde, aber ich kenne diese Podcasts, also Fest und Flauschig und wie sie so heißen, aber habe das ein, zwei Mal irgendwie gehört und konnte da, also fand ich irgendwie nicht so, hat mich auch nicht angesprochen. Ich habe jetzt angefangen, mir ab und an mal so diese TED-Talks anzuschauen und sowas oder anzuhören. Das finde ich immer ganz witzig, ganz interessant, weil die einem die erzählen halt irgendwas zu irgendwelchen Themen, die dann vielleicht relevant sind, aber da muss man eben zuhören, die kann man nicht nebenbei hören, um das dann tatsächlich zu verstehen. Und so als Begleitmusik oder Begleitung, da habe ich es bisher noch nie ausprobiert, brauche ich glaube ich nicht. Dann gebe ich euch noch zwei Empfehlungen mit. Ich finde, es gibt eine gute Entwicklung im Rahmen der Podcast, nämlich eher in Richtung das, was wir früher Hörspiele genannt haben, gibt es heute auch zunehmend, also gut recherchierte Sachen, sowas wie Legionen oder sowas, wo es dann halt um Anonymous geht oder Okay Amerika finde ich ganz gut, also einfach erklärt, was in den USA gerade politisch abgeht, finde ich jetzt ganz interessant. Manchmal schlafe ich im Zug dazu ein, ne? Aber man muss da schon gut zuhören. Gut zuhören müssen wir jetzt auch, wenn uns Markus in seiner Rubrik Dress for Success einen Song gibt. Das bleibt, wir können uns jetzt zurücksetzen, wir haben 3 Minuten Zeit. Ich habe die ersten 10 Sekunden gesehen und habe gefragt, oh mein lieber Herr. Dürfen wir sie der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen? Ja, man muss dazu sagen, Herr Stefan, ich weiß gar nicht, ob er in der Folge das jetzt sagt, aber er ist ein großer Verehrer der Partei, die du vertrittst. Und solche Jungs habt ihr auch bei euch in der Followerschaft, sagt man ja heute. Ich würde jetzt sagen, mal gucken, ob er das jetzt erwähnt, weiß ich nicht. Ja, moin, Christian und Christian, hallo liebe Wunschwort FM Fans und Freunde, mein Name ist Markus Salvador Winter und ich bin hier, um euch die sauberste aller Wunschwort FM Rubriken vorzustellen, nämlich Dressed for Success.
Yeah! Ja, meine Lieben, zum Thema Klönschnack habe ich was aus Österreich mitgebracht. Ich finde nämlich, Österreicher sind die, die vielleicht neben zwei besoffenen Hamburgern am besten und suffisantesten Klönschnacken können. Das ist einfach ganz wunderbar. Und deswegen aus Österreich, Austropop, meine Damen und Herren, ich wünsche viel Spaß mit Voodoo Jürgens und Es geht mir nicht ein. Viel Spaß. Sie sucht das Weide, sie will da weg. Und er ist die Kletten, die was an ihr biegt. Gekommt, es bringt nichts, gekommen auch. Er geht in die Ohren, schneid mir sie auf. Wenn's nicht gleich geht, dann erzwingt man sein Glück. So hab ich's gesehen in den alten Film. Gekomm, das bringt nix, gekomm mir auf. Spielt's nix Gescheites im Fernseher, dann trau lieber auf. Für die, die alles gemacht, es geht mir nicht ein, nein, es geht. Na ihr Lieben, wie fandet ihr den Track? Also ich muss sagen, ich liebe Austropop, ja. Was Bands wie Wanda und Bilderbuch uns schon alles für geile Songs gegeben haben, die möchte ich nicht missen in der deutschsprachigen Popmusik. Bin aber sehr gespannt, was ihr dazu sagt und ob ihr diese Welle von Austropop auch so mitbekommen habt. Ich finde es sehr geil, irgendwie den Bläsereinsatz zum Beispiel bei Voodoo Jürgens erinnert mich interessanterweise sehr an Faber, der wiederum ein Schweizer Künstler ist. Aber ja, fahrt euch auf jeden Fall mehr Voodoo Jürgens rein. Der Track, den ihr gerade gehört habt, ist gerade mal 3 Monate alt. Es kommen also gerade frische Sachen von ihm raus. Ja, und dann auch noch eine Frage an euch allgemein. Wie steht ihr denn zu so Dialektmusik? Hört ihr euch das an, wenn es deutsch ist oder nicht? Ich kenne da einige, die hören das prinzipiell nicht, obwohl sie sich einen italienischen Song reinfahren würden, obwohl sie kein Italienisch sprechen. Ganz komisch. Ja, meine Lieben, das war's auch schon. Und ich habe euch auch nur noch Tucci Ahoi zu wünschen. Und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Wunderschön, oder? Entschuldigung, jetzt habe ich. Nee, das war jetzt eine insinuierende Frage. Wie fandet ihr das? Und beantwortet die Fragen von Markus. Wer will zuerst? Dialektmusik. Stefan war, glaube ich, eher vorne. Ja. Bei Stefan. Den kann er aber loslegen. Das entscheidet das jetzt auch nicht, ne? Christian, such du mal aus. Wer zuerst? Ich bin hin und her gerissen. Ich entscheide mich jetzt für Stefan. Pajus. Wisst ihr, wollen Sie gerade ein Bier ein? Ja, genau. Jetzt muss er aber das kann ich ja parallel machen. Sagen wir so, ich höre das nicht, aber ich finde, man kann sich da reinhören mit der Zeit. Ne? Am Anfang habe ich gar nichts verstanden und mit der Zeit glaube ich, es wurde ein bisschen besser, sodass irgendwie man schon den Anspruch hat. Das hat er ja eben auch gesagt, ne? Bei sozusagen, selbst bei englischen Texten und bei anderen sprachigen Texten wird es manchmal schwierig, den Text zu verstehen. Wenn so ein Österreicher denkt, hat man irgendwie den Ehrgeiz, ah, das muss ich jetzt aber verstehen, aber ich verstehe es aber nicht. Also irgendwie wird es dadurch komisch, glaube ich. Aber man hört sich halt ein, und weil es ja irgendwie dann doch deutsch sein könnte. Man hört sich da rein und irgendwie geht's dann. Ist jetzt nicht, glaube ich, so, es spricht mich nicht sofort an und ich sage total, was für ein geiles Lied. Aber warum nicht? Also ich glaube, man muss da mal ein bisschen gucken einfach. Ich habe das nicht so auf dem Schirm. Würde aber nicht sagen, geht gar nicht, sondern würde eher sagen, ja, warum nicht? Ich höre auch sonst querbeet eigentlich. Also ich habe nicht, glaube nicht sehr festgelegt zu sein in den Stilen, die ich so höre. Madeleine. Dialektmusik, Madeleine? Genau, ich finde gerade dieser Song hat so in Verbindung mit dem Video auch irgendwas Kunstvolles. Ich glaube, diese ganze Szene, die er da auch anspricht, ist ja so ein bisschen, lässt Raum zur Interpretation. Und ich finde die Stimmung, die der Song erzeugt, schon mal irgendwie cool. Ich kann mich da auch, also dieses Reindenken ist wahrscheinlich nicht nur sprachlich, sondern dann auch so ein bisschen dieses Kunstvolle, was man damit ausdrücken möchte, fühle ich schon. Also ich persönlich hab's jetzt, hör's jetzt gar nicht. Gibt so ein paar Songs zum Feiern, die so halb... ja, so österreichischer Slang oder ne, das so ein bisschen, aber sonst gar nicht. Also ich kenne nur ein paar Songs vom Feiern, die so solche Songs sind, aber sonst sowas jetzt habe ich überhaupt noch nicht gehört, muss ich sagen.
Christian, wenn du Dialekt-Songs hörst. Ja, ich muss ein bisschen mit der Dialekt, also ich finde, das ist eine schwierige Frage. Also ich höre schon immer gerne Musik mit deutschen Texten. So, und das war auch schon immer so. Es gibt mittlerweile so viele gute Bands, die aus Österreich kommen, die halt genau diesen Wien Schmäh da halt drin haben. Und wenn es halt ein Wanderkonzert Freiwild. Guckst, ja, gut. Also, nochmal zurück. Wanderbilderbuch ist halt einfach, wirkt halt einfach wirklich gute Bands. Das befruchtet halt auch die deutsche Künstlerszene wieder, dass du halt dann irgendwie da so nachkommst. So. Die haben halt gute Rockmusik da. So, und wenn du auch gerne selber da bist, ne, also Wien, ich mag Wien unheimlich gerne. Und wenn du da in Wien nicht nur mittendrin bei Plachutta sitzt und da halt dein Tafelspitz isst und du gehst mal nach draußen eher in diese künstlerischen Gegenden da, ja, dann kannst du echt gute Konzerte hören. Und da spielen ganz viele Künstler, die unheimlich gute Musik machen. Ja? Dieser Schmäh ist geil, ne? Dieser Wiener Schmäh. Super. Das ist also tatsächlich auch schön gefällt. Es ist ja tatsächlich, das ist, also Markus hat ja recht, wenn er sagt, es gibt norddeutsches Zeug, auf dem man. Wenn zwei besoffene Hamburger irgendwie, die können Klön schnacken, aber diese, ich kann das nicht gut nachmachen, aber ich höre es mir total gerne an. Aber weißt du was? Eine Frage habe ich an dich jetzt noch, bevor wir die Rubrik abschließen. Gibt es denn ostwestfälische dialektische Musik? ZZZ Hacker, ja, eine Punkband aus, die habe ich, glaube ich, ja schon mal erwähnt, die sich nur ZZZ Hacker genannt hat, weil sie hinter ZZ Top im Plattenregal liegen sollte. Alter gelbe Seitentrick, mach Gebäudereinigung und dann stehst du vorne. Ne? So sieht es nämlich aus. Ganz hervorragend, vielen Dank, das war die Rubrik Dressed for Success. Ja, aber wisst ihr was? Die Zeit, die verfliegt in dem Format halt, ne? Jetzt ist die Stunde schon rum. Aber wir können euch nicht entlassen, ohne die Rubrik, die uns der Philipp Detlefs eingeheimst hat, ne? Der DPA-Korrespondent aus London. Der hat nämlich uns eine Frage gestellt, ähnlich wie Madeleine das eben schon gemacht hat, ja auch schon ein bisschen was geschafft mit, wo wollt ihr eigentlich sein, in welchem Jahr? Habe ich schon aufgeschrieben, kommt bald wieder. Und diese Rubrik heißt Guilty Pleasures. Mein lieber Christian Budde, magst du unseren Gästen ganz kurz erzählen, was Guilty Pleasure ist? Guilty Pleasures sind Songs, die ihr gerne hört, die euch aber so unangenehm sind, dass ihr sie niemals vor Freunden vorspielen würdet, geschweige denn in irgendeiner Internet-Talkshow zum Besten geben würdet. Und da einer breiten Crowd von Zuhörern und Zuhörerinnen das erzählen würdet, was das für ein Ding ist. Und wir hatten schon viele, viele Guilty Pleasures. Und ihr habt jetzt so ein bisschen, während ich noch erkläre, und ein bisschen gleich mit Christian zu. Ich hab einen, ich hau einen raus. Du hast schon wieder einen? Ja, ich hau einen raus. Ich gehe langsam, I'm running out of guilty pleasures, wenn ich ehrlich bin. Nee, da kommt immer was dazu. Weißt du, was wir ja, nachdem du das letzte Mal gehört hast, KLF, wer kann guilty pleasure? Habe ich dir geschickt, zu KLF habe ich dir alles geschickt. Hör auf, okay. So, die werden auch in Madeleines Playlist gelandet nachher. Okay. Müssen wir aufpassen. Vielleicht kriegen wir ja Stefan jetzt genau darüber, wenn er die guilty pleasure raushaut, dass du dann nachher dann Januar, Februar, wenn du dann vor die Presse steigst, sagst, das. Der Song, der soll da gespielt werden. Also, mein Song passt zur heutigen Sendung. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich jetzt Words von F.R. Davids gehört habe, ne? Also, ich würde mich schon schämen, das Leuten zu sagen, dass ich das mag, aber es ist halt einfach unheimlich schöner Pop und den lasse ich jetzt auch hier unten so leise unter mir laufen schon nachher gleich, ne? Also, Words Don't Come Easy, ne? Ist für so Leute wie uns vier, die halt gerne reden und auch gut reden können, gar kein so einfacher Song, ne? Words Don't Come Easy. Stefan, jetzt bist du dran. Habt ihr schon? Ich muss noch, also mir würde spontan, Die erste Idee ist meistens die beste und richtigste. Ja, da ist mir, das habe ich jetzt kürzlich aufgetan. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Moriarty. Jimmy heißt das, glaube ich. Genau. Ist mir irgendwie zufällig untergekommen. Blende ich jetzt Moriarty, ein? Moriarty, das sagt mir was. Das ist also nicht nur der Bösewicht natürlich aus Sherlock Holmes in dieser neuen Benedict Cumberbatch-Serie. Also neu ist er auch nicht mehr. Diese BBC-Serie, wunderbar interpretiert. Weil Moriarty sagt mir irgendwas. Werden wir gleich mal, vielleicht spielen wir das auch dann hinten ja, raus. Ja, habe ich jetzt hier schon mal, spiele ich jetzt schon mal ein. Jimmy von Moriarty. Ganz gut, wichtig wäre ja noch, warum? Einfach, weil das jetzt. Es ist ein bisschen schräg, der Text irgendwie. Und irgendwie, glaube ich, ist es ein bisschen ungewöhnlich, das Ganze. Also, ich muss mich noch ein bisschen an diese Musik gewöhnen. Genau, jetzt deshalb. Jetzt bin ich ganz gespannt. Ich spiele das, spiel das unten ein. Madeleine, na, wie sieht's aus?
Ja, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ich habe so zwei Songs im Kopf. Der eine ist echt ein bisschen, also der heißt Skibidi. Wird so geschrieben, wie man denkt, also so Skibidi. So ein TikTok-Song? Und ja, da gibt es einen Tanz zu auch tatsächlich. Aber dieser Song ist völlig bekloppt, aber ich höre den manchmal beim Sport. Vielleicht, wenn ihr ihn mal hier verlinken könnt oder so. Also, das ist so ein völlig crazy Song, der mir jetzt gerade einfällt. Der hat doch absolut keinen Sinn. Also, das war der eine. Genau. Und der andere, ja, gut, da geht es jetzt aber in Richtung Metal. Das hat wahrscheinlich kein Mensch. Ich habe Oh, da hier, warte. so. Oh, da Wacken. ist ein Festival-Bandy. Ah, okay. Dann haben wir hier eine Gemeinsamkeit. Genau, nee, ich hätte so ein paar Songs. Also, ich höre tatsächlich noch hier so von Children of Bodom. Das ist so alter Melodic Death Metal. Da habe ich so ein paar Lieblingssongs, die würde ich wahrscheinlich keinem Menschen vorspielen. Manchmal, wenn ich skaten gehe, höre ich das noch tatsächlich. Ja. So. Dann hört man das jetzt, Mann. Ich werde angerufen während dieser Zoom-Konferenz und ich kann es nicht wegdrücken. Children of Bodom, das ist, Ja. ja. Es Alexi ist. Leo, schön Finnland. Finnischer Metal, so oldschool, ist schon auch geil, ja. Wir hatten ja schon Ghouls. Buddha hat ja schon Songs rausgeholt, wo Menschen verkleidet auf die Bühne gekommen sind und die Ghouls verjagen wollten. Das war, ich habe die Band, ich habe neulich Ist noch ein auch Plakat von egal. denen gesehen. Ist egal? Können wir nochmal zitieren, mal Okay. anders. Aber hast Ja. du noch eine Guilty Pleasure für uns? Ja, und zwar, ich weiß noch nicht, ob ich das schon hatte. Kennt ihr dieses alte Music was my first Ja, ist doch, Alter, love? der haut immer diese. And It will be my last. Music of the future. Da gehört das, also, das ist so, weißt du, jetzt komme ich ins Spiel. Das ist wieder, der haut immer hier Sachen raus, wo ich sagen würde, das ist ultra peinlich, oder mir nicht? das. Nein, Robert Miles. Ja, Oder genau, gibt's John sowas, Miles, glaube ich. John Miles, ich habe schon. parallel gesucht. Robert oder John. Robert Miles war der mit Children, der 1992 einen Dance-Hit hatte. Stimme, Stimmt, John stimmt, Miles. stimmt, stimmt. Da habe ich eine Maxi von gehabt, tatsächlich, für 12 Siehste? Mark bei JPC Wir gekauft, sind die am, Bahnpass wir, gerne. wir, 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 So, wir ja. sind am Ende. Das Wir war's. sind am Ende, Leute. Das So war unsere schnell. Folge 39. Ja, warte, für dich noch zur Kenntnis. Ich habe ja immer was vorbereitet, damit der Mann das zwischendurch auch einfach mal weiß. Es geht ja auch vieles verloren, ne? Folge Nummer 39, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, von Wunschwort FM, eurer digitalen Musiksprechstunde. Sie waren zu Musiksprechstunde. Gast, Stefan. Ja, das habe ich doch. War Ja, wieder, vielleicht eine künstlerische Pause, vielleicht habe ich es aber auch vergessen. Wir werden es niemals auflösen. Zu Gast waren der gute Stefan Birkner und die gute Madeleine Mickeleit und Christian, auch vielen Dank. dir. Vielen Dank. Vielen Dank auch euch da draußen, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Wir haben, achso, genau, den Hinweis auf Abo bei YouTube. Bitte abonniert Muss uns, wenn ihr man Lust drauf heute habt. machen, muss man Warte. heute machen, muss man heute machen. Stand im Sendeskript. Ich habe nur abgelesen, so wie die ganze Sendung hier. Komplett abgelesen und geskriptet ist. Liebe Leute, schön, dass ihr dabei wart. Folge 39. Wir sind raus und wir sehen uns ja im neuen Jahr wieder. Wir freuen uns sehr auf euch. Bis dann. Macht's gut. Vielen Dank, Vielen ciao. Dank. Tschüss. Tschüss.